Prepare yourself. Sturmbrecher, let's go. Also ich würde sagen, wir haben ein gutes Team bis auf Kalari. Kalari ist wack. Grimm ist top, Muriel ist top, Murdoch ist gut. Saru ist top, Kalari wack. Gegner haben, Kira ist gut. Nabish top, Iggy top. Countess geht und Aurora auch top. Also hier merkt man im Ranked, sind die Leute richtig am Start. Auch Toasty auch noch. Und Grimmix, ach du Scheiße. Warum spiele ich hier nur gegen die besten Spieler, die es überhaupt gibt auf der Welt? Ich bin Bronze. Ich bin Bronze. Warum? Wofür ist dieser Ward? Warum sehen Wards eigentlich so hässlich aus in diesem Spiel? Das ist doch keine richtige Grafik, die die gemacht haben, oder? Ich finde, Wards müssen auch Skins haben. Schade, ich wollte poken. Na, ah, genau in dem Moment geht die nach links. Kalari needed help. Kalari ist tot. Muss flashen. Natürlich. Die Muriel war jetzt leider nicht so hilfreich. Kalari ist Level 1. Nice. Also es wird hier relativ schwierig jetzt, diese Runde. Sehr gut. Da habe ich auch den Kill und sie hat auch den Tod. Und zack, sind wir wieder vorne. Full Buff. Die können den nicht contesten. Okay, jetzt muss ich back, weil die hat ja jetzt schon ordentlich gekauft. Die hat schon dieses Schwert hier. Aber sie hat ein Schwert. Okay, weil das hier ist ja teurer. 1350, 900, okay. Ich habe das bessere T2 jetzt. Du bist voll mit Amis, die auf 180 Ping Minimum spielen. Du musst die wirklich nur aim checken, kein Respekt. Ich spiele auf den 3er-Ping. Ist auch hoch. Ah.
Oh, jetzt sind zu viele Minions. Okay, den Nabesh habe ich. Oh, da komme ich nicht hinterher. Oh, okay, jetzt wäre ich hinterher gekommen. Gar kein Bock. Jetzt brauchen wir einen Gank eigentlich. Ah, ich brauche noch 100 Gold. Wir freezen den Shit. Auch nur ein bisschen Gold. Okay, bin tot. Danke. Jetzt gehe ich meinen. Das war sehr gut, dass Muriel da war. Jetzt gehe ich schnell meinen Stormbreaker holen. Kalari hätte halt hier hinkommen müssen gerade. Jetzt kommt Kalari. Ah, Kalari kassiert ein bisschen. Schade. Schade, Marmelade. So. Nizza Dizza. Ich bin auch Level 6. Muriel ist auch Level 6. Ich hätte halt gern mal, dass die Muriel ein bisschen pokt. Das Gold ab. Nö. Ja, die Q. Wir brauchen Wards. Okay, die haben einen Kill bekommen. We need wards. Okay, Grimm ist auch fast tot. Machen die meinen Tower? Nee, ne? Da ist ein Level über mir. Oh, da kam sogar der Sound.
Wupp, 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 wupp. Wir brauchen Wards. Nein! Schade. Ich dachte, er läuft hinter den Tower, aber ich muss mir jetzt abgewöhnen, immer hinter den Tower zu schießen. Weil meistens laufen die dann nicht hinter den Tower, weil die denken, dass ich denke, dass ich hinter den Tower laufe. So, Mittelfeld. Und Hess kommt. Nice. Biggie ist da. Ich kann nichts mehr machen. Der Grimm kann. Oh, der ist so low. Können wir nicht viel starten. War eine sehr gute Muriel-Ulti an der Stelle. Ja, ich nehme Clans mit. Vor allem gegen die Aurora-Ulti. Oh, Grimm. Er läuft nach rechts. Rechts ist halt niemand, der ihm helfen kann. Das cleanse ich nicht, weil es kommt, gibt kein Follow-up. Das ist nicht wahr. Boah. Ja, ich komm. Mann, die blockt mich! Junge, die blockt mich! Okay, nice! Ich wollte eigentlich den Nabesh killen und den Tower da noch machen. Oh, das war ein schlechter Smite. Es war ein Tower verloren hier. Kein Goldbuff mehr da. Zum Glück bin ich als zweites Item direkt auf Anti-Heal gegangen. Goldbuff ist da. Gut, Tainted Rounds. Jetzt haben wir Anti-Heal. LOL!
Alter, der ist ja richtig krass, der Muriel-Typ. Das kann ich auch noch kaufen. Ich kaufe mir noch so ein Schwert. Ich habe ihn getroffen. Er ist nicht gestorben. Wen habe ich getroffen? Ich habe irgendwen getroffen, der nicht gestorben ist. Let's go, Grim. Nein, Grim! Links ist Miss. Ich habe keine Wards. Mayahi. Links ist Miss. Ich habe keine Wards. Links ist Mies, ich hab keine Wards. Rechts der Tower fällt. Muriel hat keine Ulti. I'm running to mid. Von der Seite. Die haben halt immer noch ihren Mid-Tower da stehen. Mini-Prime? Excuse me. Hier brennt es ein wenig. So sieht das aus. Minions? Alter, wie viele Minions stehen denn überall rum? Oh, die sind so low. Geil. Valari hat noch einen gekillt. Und let's go. Direkt den Raptor machen, würde ich sagen. Be right back. Ich kann noch nicht, weil Contess ist da. Die nimmt mich auseinander. Ein Goldbuff ab. Los, nimm Contess auseinander. Die ist 2 Level unter mir. Was will die machen? On my way. So, jetzt muss ich mal shoppen gehen, bitte. Ich habe 3.500 Milliarden Dollars auf dem Konto. Und rechts ist ganz viel Farm. Mehr geht nicht. Ich hab nur. Oh. Kalamari ist tot. Okay, der geht rechts. Ich glaube, der T2 fällt noch nicht. Das ist gut. Kalari ist halt ein bisschen wack unterwegs gerade. Macht der jetzt im Blue Jungle, weil die hat sowieso den kompletten Red Jungle noch voll.
Okay. Ich bin da festgehangen. Ich bin gegen das Ding geblinkt. Rim! Alter, der Nabesh hat sehr gut geblockt. Okay. Ich bin leider abgenippelt. Aber die Kira auch. Wiu, wiu, wiu. Murdoch Sprint Mode. Ich hätte die auf jeden Fall machen können. Goldbuff ist ab. Notify, Tactics. Nee, warte mal. Notify, Wards, Ward or Prime. Ja, wir haben gut Control und wir haben ja zwei ACDCs dabei. Wenn Kalari die Kira kriegt, wäre insane. Aber Kalari ist unser Jungler und unser Jungler ist jetzt auf der anderen Seite. Schade. Jetzt bin ich alleine da. Kalari ist tot. Renn zum T2. Sarus ist tot. Ja, das war nicht gut. Der Grimm hätte nicht einfach anfangen sollen. Okay. Ich weiß auch nicht, warum Kalari nicht auf den Call hört und einfach zu uns kommt. Wir können halt den Prime nicht machen, wenn wir kein Dings haben. Ja. Okay. Er ist jetzt da reingegangen. Die Ulti war gut, aber danach hatte ich kein Follow-up mehr. Oh. Schön, Kalari. Muriel ist alleine. Hat keinen Flash mehr. Da hätte ich jetzt mal Follow-up gebraucht. Ja.
An allied tower is under attack. Don't wait up. Jetzt kommen die hier mit einem Prime hin. Hab ich. Okay, wir haben Ende verloren. Kein Mana mehr für schneller laufen. Okay, bin bald Max Level. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall den nächsten Raptor kriegen, dass wir drei Raptors haben. Ich glaube, ich nehme noch Kingsbane mit. Goldbuff ist auch ab. Kingsbane 2200 brauche ich. $400. So, die nächsten Teamfights entscheiden, würde ich sagen. Weil der nächste Teamfight, der jetzt gewonnen wird, wird der sein, der den nächsten Prime und damit auch den nächsten Raptor bekommt. So, wir müssen jetzt, der muss jetzt rechts einen Slow Push machen und dann müssen wir zum Raptor. Was will er? Klingt wie ein Blöder, aber... Okay, nice. Wir verlieren jetzt einen Inhib. Die chasen, wir verlieren den Inhib. Okay.
Wo ist Kira? Okay, nice. Wir haben trotzdem Inhib verloren, was kacke ist. Also, ich muss weggehen, das Item kaufen. Die machen jetzt halt Prime. Ich würde Prime ganz, ganz schnell runter machen. Wir wollen ja eigentlich den Fight. Gut. Hab ich? Haben wir? Ich gehe die Minions holen. Das dürfte der Win sein. Gut, er hat schon die Minions vorne weggemacht. Alter. Wir haben nur einen Minion, aber egal. Boah, not gonna lie, aber die Kalari hat's ein bisschen gethrowt die ganze Zeit. Prosimo, was ist da los? Aber Muriel hat verdammt gut gespielt. Muriel war verdammt gut. Xehe. Alter Schwede. Lakenator war auch nicht schlecht. Also am Anfang hatten die uns, ne, auf der Dual Lane. Und dann später war es ein bisschen ausgeglichener. Weil Muriel hat mir gut den Arsch gerettet. Win to promote. Oh, noch ein Match gewinnen, dann bin ich in Silber. Wow. So, wie sieht's mit dem Damage aus? 51.000. Ja. Unmatched. Murdoch immer noch geil. GG.